Es geht um das Solinger Tageblatt von Samstag, den 9. November 2019. Das Titelbild zeigen. So. Das Ganze ist keine schöne Zeitung. Ich habe mich entschlossen, einen Artikel vom Titel vorzulesen. Globuli als Ersatz für Antibiotika. Bayern beschließt umstrittene Studie, Streit um wissenschaftlich basierte und sanfte Medizinheilpraktika auf dem Prüfstand. Homöopathie als Kasten, die Idee. Bei der Homöopathie werden Mittel, in Klammern Globuli, eingesetzt, die bei Gesunden die Symptome hervorrufen, von denen man die Patienten befreien will. Etwa Doppelpunkt Brennnesseln als Basis für ein Mittel gegen Juckreiz. Die Wirksubstanz des Mittels wird mit einer Trägersubstanz schüttelnd verdünnt. Selbst wenn kaum noch ein Molekül der Wirksubstanz im Präparat enthalten ist, soll es wirken. So. Düsseldorf. Homöopathie und die Tätigkeit von Heilpraktikern, der Streit um die sanfte oder alternative Medizin in Abgrenzung zur evidenzbasierten, wissenschaftlich fundierten Medizin spitzt sich derzeit an drei Fronten zu. Der Bayerische Landtag beschloss am Donnerstag, dass durch eine medizinische Studie geklärt werden soll, ob durch homöopathische Mittel, in Klammern Globuli, der Einsatz von Antibiotika reduziert werden kann. Hintergrund: Man will etwas dagegen tun, dass der wachsende und nicht zielgenaue Einsatz von Antibiotika die Verbreitung resistenter Krankheitserreger begünstigt. Per Studie soll untersucht werden, ob für eine Reduktion des Antibiotikaeinsatzes homöopathische Präparate eine positive Rolle spielen können. Positive Rolle spielen wird hier in Anführungszeichen gesetzt. Dominik Spitzer, der für die FDP im Bayerischen Landtag sitzt, geißelt das Vorhaben als fahrlässig. Bereits mit der Fragestellung werde suggeriert, dass Globuli multiresistente Keime bekämpfen könnten. Für die Grünen hat das Thema besonderes Konfliktpotenzial. Auch die Grünen zerreißt es bei diesem Thema. Vor dem Bundesparteitag am nächsten Wochenende in Bielefeld hat die Parteispitze die brisante Fragestellung, ob die gesetzlichen Krankenkassen homöopathische Anwendungen weiterhin finanzieren sollen, leicht entschärft. Also bis jetzt wird es von den Krankenkassen eh bezahlt. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Parteimitglieder und ihren Anhängern stehen sanfte Heilmethoden, in Anführungsstrichen warum auch immer, hoch im Kurs. Da lag in dem angekündigten Antrag einiger Parteimitglieder, die Kassenfinanzierung zu beenden, viel Konfliktpotenzial. Was auch immer der mit dem Bayerischen. Um es nicht zur Zerreißprobe kommen zu lassen, ist nun vorgesehen auf, ach, das ist ein 3. Naja. Um es nicht zur Zerreißprobe kommen zu lassen, ist nun vorgesehen, auf dem Parteitag zunächst eine klare Haltung zu vermeiden. Hey, warum soll sich eine Partei positionieren? Ich trinke noch einen Schluck Bier Limo. Bis zum übernächsten Parteitag im November 2020 soll eine Kommission eine Positionierung zu diesem Thema vorlegen. Das dritte argumentative Aufeinandertreffen von alternativer und evidenzbasierter Medizin deckt das AAD-Magazin Panorama und das Online-Magazin MedWatch auf. Danach hat die Bundesregierung ein Gutachten ausgeschrieben, in dem Wissenschaftler klären sollen, wie das für Heilpraktiker maßgebliche Recht neu geregelt werden soll. In der Ausschreibung für das Gutachten findet sich auch die grundsätzliche Frage, ob der Heilpraktikerberuf in Zukunft ganz entfallen sollte. Eben das hatte unlängst eine Initiative von Medizinrecht an Medizinethikern und Medizinern gefordert. Diese hatten in ihrem Münsteraner Memorandum auch wieder in Anführungsstrichen, warum immer auch immer, die unangemessene Ausbildung und die meist unhaltbare Krankheitskonzepte der Heilpraktiker
das steht in Anführungsstrichen, die sind mir jetzt klar, weil hier was zitiert wird, nämlich das Münsteraner Memorandum, warum auch immer das in Anführungsstrichen steht, angeprangert. Anders als Mediziner, die erst nach langjährigem Studium praktizieren dürfen, können Heilpraktiker nach einer entsprechenden Ausbildung eine gesundheitsamtliche Erlaubnis zum Tätigwerden nach Kenntnisprüfung zu gesundheitlichen Grundfragen erlangen. Ein Hauptschulabschluss reicht aus. Und es geht weiter mit Meinung und Analyse. So, das reicht mir zu dieser Zeitung hier. Tschüss.